Hallo Leute, tut mir leid, ich muss leider den Abschnitt kurz nochmal machen. Ich bin abgestürzt, also mein PC ist abgestürzt. Naja, ist ja nicht viel. So, bin leider abgestürzt und dann, keine Ahnung. Oh. Aber ich muss sagen, meine Dame ist ja mega stark. Echt? Ja. Und ich muss die Sachen unbedingt mitnehmen. Oh. Scheiße. Meine Liste ist kaputt. Kleines Augäpfel. Stirb! Oh mein Gott, der braucht so lange. Ja. Oha, hab ich nicht getroffen? Was ist das? Wie man sieht, ich bekomme keine Erfahrungspunkte, wenn sie jemanden tötet. Junge, das stresst. Glaubt ihr mir? Das stresst. Das stresst. War anzogend, aber ich glaube, du hast deine Situation noch immer nicht völlig verstanden. Was für eine Situation? Mir geht's gut. Seh dich hier um. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Für jeden Roboter, den du zerstörst, kommen 10 neue. Wehr dich so viel du willst. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten könntest. Oha. Nichts. Warnung. Kapazität der Stromerzeugung überschritten. Verwende nun Stromreserven. Okay. Um dich kümmere ich mich persönlich. Kommt, meine Roboter, vernichtet ihn. Ja, jetzt bin ich gespannt, dass das wirklich stimmt oder ob er blöfft. Er blöfft. Ich hoffe. Aktiviere die Tesla-Spulen. Und? Also ich weiß nicht, aber das soll mir Angst machen? Ist dann nur ein Wort. Schalt das Ding aus! Da kam das auffällig. Warte die Treibstoffheizung! Abwurf auf mein Kommando! Du willst mir Angst machen? Tja. Guck mal, was ich habe. Oh shit. Aha. Bringen Sie rein, Spaß! Bring Sie was rein. Oha, oha. Also du bist ein Freund. Ja, mein Rücken geht kaputt. Du hässliches. Oh. So, geh kaputt, geh kaputt. Oh oh. Wir sind tot. Oha. Wieso hat. Ey, wieso Robocop? Wo bist du? Wow. Der sieht geil aus. Scheiße, ich bin tot. Halleluja. Nein, scheiße. Uff. Oh Mann. Geh weg! Hast nicht mal geholfen, ey, oder du? Scheiße! Mann, das ging so schnell, ich hab keine Chance gehabt. Ich hab's irgendwie zu locker genommen, ehrlich gesagt. Scheiße. Naja. Das wird aber nicht zweimal passieren.
Also wo war das? Links oder rechts? Ich glaube links. Es ist. Nein. Oder da? Da vielleicht, ja. Passwort geben wir. Tür öffnen. So. Ich hätte speichern müssen. Naja. Nach langer, langer Zeit wieder mal gestorben. Kann passieren. Auch wenn es mich aufregt, gerade. Mach auf. Öffne das. Und sie hat gar nicht geholfen. Oh, ich konnte mich nicht mal heilen. Scheiße. Okay, habe ich keine Nahkampfwaffe? Doch. Da. Und ich denke, mit dem kann ich mehr Schaden machen, wenn er in der Nähe ist. Ja, jetzt soll er kommen. Jetzt soll er kommen. Oh. Ich bin sowas von bereit. Okay. Halt, Mr. Täter! Wie du willst. Komm raus. Wie du willst. Wie du willst? Ich zeige dir gleich, wie du willst. Mann, Mann, Mann. So, jetzt habe ich mal gespeichert. Sparks, hilf mir mal! Okay. Schaden. Oha. Spielt lang. Jetzt aber. Komm. Also die Waffe ist geil, aber bis sie mal schießt, bekommt Kinder. Oha. Meine Rüstung ist kaputt. Das musst du bezahlen. So, jetzt. Ach nö. 001. Was ist das? Oh. Okay, speichern. Jetzt habe ich aber gespeichert. Das ist gut. Aber ich glaube, du hast deine Situation noch immer nicht völlig verstanden. Nein. Habe ich nicht. Erklär. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Für jeden Roboter, den du zerstörst, kommen 10 neue. Wehr dich so viel du willst. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten könntest. Nichts. Warnung. Kapazität der Stromerzeugung überschritten. Verwende nun Stromrinder. Oh, ich hab gespeichert. Sparks. Falls ich sterbe, bin ich wieder da. Um dich kümmere ich mich persönlich. Komm, meine Roboter, vernichtet ihn! Zeig dich doch! Mein Gott! Du Müll! Oh mein Gott! Kommen so viele Sachen? Also! Da bist du ja!
Aktiviere die Tesla-Spule. Oh. Triff, triff, triff. Schieß. Lang, schieß mal. Okay. Oh, da bist du ja. Bring sie rein, Spaß. So, speichern. Oh mein Gott. Oh scheiße, da ist er. Da ist er. Schieß. Nochmal. Nochmal. Oh mein Gott. Wieso braucht er so lange? Ja, endlich. So. Braucht seinen Mod. Oha. Aber dieser Duell-Bot war ziemlich stark, ne? Gib alles, was du hast. Alles. Okay. Was kommt jetzt? Das ist alles? Bitte. Kommen noch. Aber ich hab Zeit. So. Komm doch runter. Oh. Oh shit. Hey, wieso bekomme ich keine Erfahrungspunkte? So eine Scheiße. Robocop tötet niemand. Lass den Roboter in Ruhe. So, endlich. Was passiert jetzt? Schieß. Oha, komm. Oh mein Gott, ich habe mich getroffen. Jetzt? Endlich. Wo drüben? Bring den Strom wieder zum Laufen, Sparks. Komm. Dann den Notfallstrom. Komm doch runter. Also er sieht irgendwie scheiße aus. Du mich zu den Bösen zu gehören. Du hast meine Roboterverbündeten zerstört. Sie wollten die Menschen des Commonwealth retten und du behinderst sie absichtlich. Ich bin kein Schurke. Hör mir einfach zu. Von Angesicht zu Angesicht. Und wozu? Damit du mich vernichten kannst wie meine Verbündeten? Und du meinst wirklich, dass ich meine sichere Kommandozentrale verlasse? Ist die Wahrheit. Möchtest du denn nicht die Wahrheit wissen? Die Zerstörung, die du verursacht hast, ist Wahrheit genug. Nun, wie können wir beide wissen, wer aufrichtig ist, ohne einander in die Augen zu sehen? Das Risiko darfst du nicht eingehen. Du hast recht. Die Wahrheit muss... Komm her, Sparks. Ups. Aha. Was nun? Oh mein Gott. Er kommt runter. Oh, soll ich ihn töten? Kann er mal zuhören? Ich höre lieber zu. Lass uns das freundschaftlich besprechen. Freundschaftlich? Gut, aber kein Versteckspiel mehr. Wenn du reden willst, dann von Angesicht zu Angesicht. Du hast recht. Es ist an der Zeit, mich dem wahren Feind des Commonwealth zu stellen. Okay. Ich hab's gewusst. Was ist so, ein Mensch jetzt ist. Wissen wir beide, mit wem wir es zu tun haben. Ich bin der Feind. Du hältst mich hier für den Feind. Ich habe deine Roboter zerlegt, ja. Aber das sind nur Maschinen. Deine Roboter töten da draußen echte Menschen.
Nur Menschen, die das Commonwealth bedrohen. Sie würden einer unschuldigen Person nie etwas antun. Die Roboter sind zum Beschützen programmiert. Ihre Subroutinen sind eindeutig. Beobachten, evaluieren und entsprechend reagieren. Der Test war gründlich. Ich habe alle Szenarien durchgeführt. Alle haben bestanden. Ich bin enttäuscht. Du weißt es nicht. Sarkastisch, deine Roboter haben ihre Befehle falsch interpretiert. Sie interpretieren ihre Befehle falsch. Dein eigenes Robohirn sagt das. Sie retten Menschen, indem sie sie töten. Nein, ich glaube dir nicht. Sie können ihre Programmierung nicht ändern. Und die besagt, dass sie Leute retten sollen, nicht töten. Siehst nicht, was vor sich geht? Hörst du mir überhaupt zu? Sie retten Menschen, indem sie sie töten? Ich höre zu, ich verarbeite das nur. So viele Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen. Und die Daten, sie meldeten immer getötete Feinde und gerettete Leben. Nein, das, die Logik, sie ist vorhanden. Jetzt begreife ich es. Ich hatte gehofft, dass es an den Robohirn lag, an einem Problem mit der Erinnerungslöschung. Aber du hast recht. Die oberste Direktive war fehlerhaft. Erinnerungslöschung? Sarkastisch, jetzt kennst du die Wahrheit. Jetzt kennst du die Wahrheit. Deine Roboter sind gefährlich. Jemand musste sie aufhalten. Der Held wurde unbewusst zum Schurken. Ich wollte dem Commonwealth helfen. No. Und meine Roboter sind alles, was ich kann. Was ich fand diesen Ort hier Geschichte. Und wollte endlich meinen Beitrag leisten. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich kann das Getane nicht rückgängig machen oder auch nur dafür Buße tun. Aber das hier muss nicht in Gewalt enden. Wozu die Maske? Raus damit. Warum die Maske? Was hat es mit dem Mechanist auf sich? Ich bin nicht gut mit Leuten. Der Mechanist war eine Möglichkeit, da draußen tätig zu sein, ohne wirklich draußen auftreten zu müssen. Aber du lässt mich gerade ganz schön zappeln. Ich kann das alles ändern. Ich brauche nur eine Chance. Dein Plan ist nach hinten losgegangen. Ergeben. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich möchte nur, dass du und deine Roboter damit aufhören. Okay. Ist so gut wie erledigt. Und so du einfach? Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Und auch sonst niemand im Commonwealth. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für den Zentralrechner. Damit kannst du die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Mir wäre es einfach lieber, wenn du jetzt die Kontrolle über all das hier hast. Übernimm die Kontrolle über die Anlage. Also, das war der Boss? Ich weiß nicht. Das war kein Boss. Eieiei, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, aber... Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Naja, also ich bin enttäuscht. Also ich hab ein bisschen mehr erwartet. Das war's, glaube ich, auch. Okay, jetzt, wie komme ich da hin? Ah, von da. Gut. Was da so gibt. Kann ich nicht öffnen. Super. Passt ja. Mechanist. Ja, jetzt greift er mich nicht mehr an. Das ist gut so. Wenn ich mir diese Ausrüstung ansehe, fühle ich mich hier wie zu Hause. Mhm. Entsperren. Okay. Bitte warten. Ja. Sicherheitsalarm aufheben. Rede mit Ada, rede mit dem Mechanist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das DLC zu Ende ist. Mechanist. Hey, noch eine Sache. Einen Moment Zeit hast. Ja. Klar, schieß los. Oh, gut. Isabel. Das ist mein Name. Isabel Cruz.
Ich wollte nur sagen, ich bin wirklich froh und dankbar, dass du mich hier bleiben lässt. Und als Beweis dafür, dass ich mit meiner Vergangenheit fertig bin, wollte ich dir das hier geben, als eine Art Versprechen. Das ist der Anzug des Mechanist, den ich gemacht habe. Oha, Rüstung des Mechanisten. Reduziert den durch Roboter verursachten Schaden um 15%. Aha. Soll ich das anziehen? Ich weiß nicht. Du willst das wirklich nicht mehr? Nein, es ist ein Teil der Vergangenheit, den ich vergessen möchte. Ich muss nach vorne schauen. Es gibt da noch was. Etwas viel Größeres. Da draußen sind noch immer Roboter. Jede Menge. Meine Kommunikation zu ihnen ist unterbrochen, aber ich kann dir sagen, wo sie sind, wenn du Interesse hast. Ernsthaft? Im Ernst? Wie viele Roboter sind da draußen? Schon ein paar. Das Commonwealth ist nicht gerade klein, also sind es auf jeden Fall eine Menge. Ein paar? Sicher. Super. Warte mal kurz. Und das war's? Grundgütiger, ich orte mehrere Bots. Sei vorsichtig, ja? Grundgütiger? Wer sagt denn bitte sowas? Abtrünniger Roboter. Zerstöre die abtrünnigen Roboter. Ja, das machen wir im nächsten Part. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.